Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tesla Effekt. Wir müssen herausfinden, wem das Auto gehört. Dafür haben wir dieses Tracking Software und müssen bestimmte Details über das Auto herausfinden. This VCT software will give me a location where the getaway vehicle was registered. Also 5 Hauptmerkmale, okay. Und wir müssen herausfinden, wer dieser Graf Sankt Germain, ist. Someone named Count Saint Germain. Klingt ja wie German. Okay. Dann fangen wir. Die haben immer noch zu, okay. Ich würde sagen, wir starten hier. Jemand zu Hause? Nein, niemand da. Okay. Door. Dann ab ins Hotel. Und das holen. Hey Tex, how's your case progressing? So, kennst du diesen Grafen? Due to my restrictive protocols, I can only confirm that Count Saint Germain is currently a guest at our hotel. Aha. Der ist im Hotel Gast. You're talking about the speeder I saw take off after the shooting? What I can tell you for certain is the last 2 digits on the license plate. They were the numbers 6 and 3. 6 und 3, okay, das sollten wir uns mal merken. Und ich kann aber nicht hier jetzt irgendwie hoch, ne, um zu seinem Apartment zu kommen. No Hotelgästen erlaubt. Und wir können erstmal nicht Hotelgast werden. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir da hinten mal zu dem. Zu diesem Lama Club. Vielleicht ist ja jetzt einer da. Sieht aber nicht so aus. Nö, keiner da, okay. You know, Murph, I think we make a great team. What can I do for you? Oh, jede Menge. Okay. She's dead? And she was living right here for years. How do you always find yourself right in the middle of everything? You have a gift, my friend. I think so, too. He'd go on into these weird trances and talk about past life stuff, you know. Pretty intriguing until you get to where he starts going on about Atlantis. That's the most recent photo of Margaret Leonard I could find. Like I said, she's been out of circulation for a while. Tja, Außenverkehr trifft's genau. Kennst du diesen Grafen? We were talking about some stuff. Tesla, Romanovs, Fabergé, that sort of thing. He sure seems to know a lot about everything. No. Also zu diesen Grafen kommen wir wohl nur rein, wenn wir einen Grund dazu haben, vermute ich mal. Da ist nichts Neues, ne? Okay. Hello, Murphy. How goes the investigation? I'm quite certain she was on the run from someone or something. I took care of her as much as she'd let me. I'm very sad she's gone. Yes, I'm sure that Margaret's items came from the Tesla cache, though the pieces she gave me to sell weren't nearly as valuable as rumors would have you believe. The speeder that flew away after the gunshots I heard? I'm not sure what type it was. But I did notice that the interior was very unusual. It was Innenraum weiß. Interesting fellow. He was particularly interested in anything to do with Nikola Tesla. He mentioned that he stayed at the Golden Gate Hotel. Okay, danke. Das war doch schon mal ein Hinweis. Können wir die eigentlich direkt eintragen? Ah, wir haben 2. Das macht automatisch, wie es aussieht. I need to find a few more identifying features about the suspicious speeder. Car model, XL model. Okay. Car interior color. Na gut. Of all the face melting food joints in all the towns in all the world, you walk into mine. Would if I could. Hm.
Kannst du nichts drüber sagen? Okay, schade. Schade. Hey, what can I do for you, Mike? So this is the speeder you think took off after those gunshots and the abduction the other day. I do remember seeing a vehicle. I didn't get the license plate or nothing. I just saw it was one of them nice Pandians. The Biturbo XL model. Mm-hmm. Das hatten wir aber doch schon den Hinweis, oder? A big guy? Talks like he should be on the radio. Yeah, he came in the other day. Didn't seem too impressed with my, cuisine. Hm. Haben wir eigentlich nur noch zwei, die wir aufsuchen können. Not again. You're gonna get me. Bla bla bla. Yeah, there was a speeder that took off right after the gunshots. Saw it in my rearview mirror. I got a thing for high-end speeders. This was a 48 Pandian. Sweet ride. Hm. Zum Glück muss ich das alles nicht aufschreiben, es wird automatisch gespeichert. So. Wow, that is crazy what happened to Margaret Leonard. Is everything okay with you and the cops? Yeah, the cops would love to pin it on me, but I think it's all tied to a Mason Bowers who was abducted outside the Ritz a couple of nights ago. I'm just trying to find anybody who might have seen something. Oh, well, then you probably need to talk to Sapphire. Sapphire? Sounds like some Greek oracle. Well, I don't know if she's Greek or not, but she's definitely exotic looking. And she's one of your fellow tenants. Her door's decorated like a French nightmare, but it suits her business. So... if you hear any noises you can't identify, you might want to come back later. Mm-hmm. It's a damn shame what happened to that little lady. And I'm not crazy about what it did to her apartment either. Not a clue. Okay, dann lass uns sie mal aufsuchen. Sehr wahrscheinlich ist das sie. Auf jeden Fall die einzige Tür, die so ein Schild hat. Ach du, exotisch. Well, this is a nice surprise. Wirklich überrascht. Sapphire. What a beautiful, if somewhat misleading name. Thanks, Tex. You know just what to say to please a lady. Pauschenpferd. Wow, is that a, home gym? So, what brings New San Francisco's sexiest PI to my door? Business or pleasure? Pleasure is my business. How disappointing. Well, we could use that home gym in there to work off some stress. I'm sure you wouldn't mind a happy ending, if you know what I mean. Well, yeah, I mean, yeah, that's all anybody wants, right? I mean, and they lived happily ever after, that kind of thing? Fine. You don't want to scratch each other's backs. But what if I don't play ball? Can we still rough and tumble? Well, Sapphire, don't make me twist your arm. You can't make me talk. We can do this the hard way or the easy way. Excuse me? Are you threatening me? Because if you are, I'd love to see you try the hard way. I'm sorry, Tex. I got carried away. I didn't mean to hurt you. At least not like that. Do you forgive me? Termin vormerken, was machen wir? Oh, you're not getting off that easy. It's going to cost you a few minutes of tedious questioning. And then maybe dinner and a movie at a much, much later time. I'm all yours, Mr. Murphy. Puh. Okay, fangen wir mal oben an. You're a tough guy who thinks he's above the law. What girl doesn't like to get a little turned on by that kind of man? First, I hear people running around up in your apartment. Then, this speeder lands outside. I hear some man yelling and screaming outside the Ritz. Then, he runs off with some other people chasing him.
after a bit, he comes back, and I hear him outside my window. Sounds like he's talking to himself. Then two other guys catch him, shove him into the speeder. Then I hear gunshots, and the speeder takes off. Gott, die weiß ja alles. Okay. It's not the nicest place in town, but you can't beat the price. It's a live and let live kind of place. That's not my kind of store. What's she got that I don't? I can tell you one thing that I've got that she doesn't. Gets along with everybody. Makes great food. I only met you a couple years ago, so I don't know what you were like before. But I like what I see now. It ain't just your ass that's bad. So spunky. And I love spunk. That's the guy you think got abducted? I saw him around a few times coming to see you. I thought. That scumbag detective has been watching me for months. He's been videotaping the Ritz. Hatta. Runs the electronics shop, though he's hardly ever there. But that place will literally kill you. Rook's one of my best customers. His tastes aren't as old-fashioned as you might think. After Clint took over ownership of the Ritz from Nilo, things got a lot better. He even removed all the bugs and hidden cameras. No idea who that is. Now, what would I know about that? Nicht wichtig, Hauptsache wir kriegen einen Punkt. That sweet lady used to live here. So, und dann sag uns das Wichtigste. It looked black, or midnight blue at first, but when the light hit it just right, I could see that it was actually close to sapphire, which, of course, I would remember. Well, I finally gather enough data to identify the kidnap vehicle. It's registered to a company called Cezanne, and the location appears on my map. Okay, dann gehen wir doch direkt mal dahin. Cezanne. I check out Cezanne was smart, Alex, and find out it's some sort of doomsday cult recruiting candidates for a brave new world, and they believe this world will arrive soon. These boys take their schoolwork seriously. Hui, das war's dann. There's something inside that bucket at the bottom of the well. Wir müssen bestimmt diese Winde reparieren. Nice little wishing well, but a couple of pieces of equipment are missing. Und wir haben nicht zufälligerweise irgendwas dafür. Sollten wir uns mal hier was genauer umschauen. Nicht, dass hier irgendwo was rumliegt. Okay, unsichtbare Wände, da kommen wir auf jeden Fall schon mal nicht mehr weiter. Sieht nicht danach aus, als ob hier was wäre. Was war das? Ah, da könnte man auch ein schönes Horrorspiel wieder draus machen. Ich habe wieder länger sowas nicht gespielt. Das letzte war Outlast. So im Schnee ist auch nichts, oder? Nö. Rätsel. Ein Rätsel mit Hieroglyphen. Warum keine römischen Zahlen? Latein hatte ich wenigstens gehabt. Das sieht mir hieroglyphenartig nach Ägyptisch oder so Mist aus. Force field blocking the entrance. I wonder if there's a mechanism around here that could turn it off. Okay, vielleicht muss ich erst Informationen darüber reinkriegen, damit ich Tipps für dieses Teil habe. Oder es ist ganz simpel gemacht und wir müssen... Ist das hier dieser Eingang vielleicht? Können wir überall die Burg machen?
There's some interesting symbols written on these pillars. There's some interesting symbols written on these pillars. Hmm. Okay, ich würde sagen, ich reise mal zurück und versuche Informationen über diesen Kult einzuholen. Vielleicht haben wir irgendwo einen Hinweis dann. Also nochmal zurück in die Chandler Alley. Nochmal mit dem Quail da, mit meinem Informanten quatschen. Vielleicht kann er mir irgendwas über die sagen. Halt. Richtung. Seriously, we are the dynamic duo, don't you think? You're certainly the boy wonder. So what have you come up with? Kann ich aber nichts drüber fragen. Das ist schlecht. Kann ich vielleicht jetzt hoch zu dem Grafen? Hey Tex, how's your case progressing? Er sollte darüber Bescheid wissen. Also komm, wir fahren da nochmal hin. Schauen uns das nochmal genauer an. Ich habe auf jeden Fall nichts, was ich da benutzen kann, oder? Kann ich da reinspringen? Nein. Nice little wishing well, but a couple of pieces of equipment are missing. Nice little wishing well. Oder muss ich erst das Equipment irgendwo kaufen in einen der Läden? Ah, hier. Nice little wishing well. Ah, nee, gut. Es fehlt ein Seil oder sowas. Also wir kommen auch nicht einfach durch, ne? Autsch. Force field blocking the entrance. I wonder if there's a mechanism around here that could turn it off. Irgendwo Hinweise da drauf. Nö. Nö. Ich habe keine Hinweise. Okay. Vielleicht müssen die hier irgendwie dieselben Symbole sein? Was wird denn hier abgebildet? Ich kann darauf aber auch nichts erkennen. Das war blöd. Oder übersehe ich irgendwo den Hinweis? Das bedeutet... Some interesting symbols written on these pillars. There's some interesting symbols written on these pillars. Vielleicht alle Pfeile nach rechts zeigen. Gibt's hier Pfeile überhaupt? Okay, der hier hat gar keine Pfeile. Ich glaube, das ist ein Windzug, den ich da höre. There's some interesting symbols written on these pillars. There's some interesting symbols written on these pillars. Oh, ich kann das hier gar nicht drehen. Wieso kann ich das hier nicht mehr drehen? There's some interesting symbols written on these pillars. Ha! Ich muss das genauso machen, wie es hier auf der Seite ist. Kann das sein? Ich kann ja nur die Seite drehen. Okay, das erklärt einiges. Das ist das hier, ne, oder? Pfeile oben. Okay, das ist wiederum anders. Ist die Frage, welche Seite müssen wir haben? Versuchen wir mal den hier. Kreis und nach unten rechts.
Kreis nach unten rechts. Das ist der, ne? Ne, das sieht anders aus. Der ist das. Pfeil. Und die... Okay, das ist dasselbe. Nach unten und Kreis oben. Der. Und das letzte... Oh, komische Schriftzeug, irgend sowas. Das ist der, oder? Will ich jetzt mal schätzen. Okay, daran lag's nicht. Da müssen wir vielleicht die vordere Reihe hinkriegen. Kann sein. Die Rückseite können wir sowieso nicht sehen. Okay, die vordere Reihe wäre Pfeil. Wäre das Symbol, ne? Okay, das wäre das. Spitze und zwei Spitzen oben. Wäre das Symbol. Wäre Pfeil nach rechts und irgendwelches komisches Zeug. War der das? Sieht so aus, ne? Drei Striche rechts. Drei Striche rechts. Okay, nach rechts irgendwie so eine Art halber Pfeil und links unten ein Kreis. Aha! Ja, war doch easy, aber muss man auch erstmal erkennen, dass man nur die Seite drehen konnte und die nicht. Machen wir hier mal einen Break. Bis zum nächsten Mal, euer Jojin.